Hallo Leute, heute geht es um Menschen oder Tiere, die besonderes Glück gehabt haben. Die Glücksgöttin lächelt nicht jedem zu, aber manchmal, wenn das Schicksal nicht schlimmer sein könnte, hat man gerade zur richtigen Zeit Glück. Hier sind 13 dieser Glücksmomente, die mit der Kamera festgehalten wurden und die man einfach gesehen haben muss. Nummer 1 schießt den Vogel ab. Wer kann so viel Glück haben und überleben, um die Geschichte zu erzählen? Amazing! Woohoo! Cliffhanger Busfahrer. Studien zufolge ist der Beruf des Lkw-Fahrers einer der tödlichsten Berufe in den USA. Ernsthaft? Was ist dann mit den Fahrern, die große Busse und Lkw über die gefährlichsten Bergstraßen im Himalaya und in den Anden fahren? Bei einer Busfahrt in Peru denkt man jede Sekunde über seine Sterblichkeit nach. Es sind Momente wie diese, in denen das Leben in den Händen eines Fahrers liegt. Er muss der Beste sein, um diese Kurve zu meistern, in der der Bus tatsächlich von der Straße abkommt. In solchen Momenten schlägt einem das Herz bis zum Hals. In Cundinamarca in Peru, besonders auf 4389 Metern Höhe, sind die Straßen eine natürliche Todesstrecke, auf der Unfälle keine Seltenheit sind und Busse von der Klippe in die darunterliegenden Schluchten gestürzt sind. Dieser Busfahrer hatte nicht nur viel Geschick, sondern auch eine Menge Glück auf seiner Seite. Man verfehlt einen Ball im Gesicht. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Wer sitzt nicht gerne in der ersten Reihe eines Baseballspiels? Ich jedenfalls nicht, denn man weiß ja nie, wann einem ein Ball ins Gesicht fliegt. Glaubst du, das würde diesen Typen hier im weißen Hemd stören? Er scheint vom Spiel nichts mitzubekommen und schaut stattdessen nach unten, als ein Ball direkt auf ihn zukommt. Er duckt sich nicht einmal oder schaut auf, als der Ball zwischen ihm und einem anderen Zuschauer fliegt und an die Rückenlehne des Sitzes knallt. Wie viel Glück kann man haben? Von einem Wal verfehlt. Touren in die Arktis sind ein cooles Reiseziel. Man kann Wale beobachten, die aus dem Wasser springen, aber manchmal springen sie auch direkt auf das Boot. Du kannst dir vorstellen, was dann passiert? Diese Gruppe ist nur knapp entkommen. Während sie damit beschäftigt waren zu fotografieren, springt aus heiterem Himmel ein riesiger Wal aus dem Wasser und verfehlt ihr Boot nur um Zentimeter. Was für ein Glück! Es muss ein überwältigendes Erlebnis gewesen sein, aber auch ein beängstigendes. Godzilla auf der Rennstrecke. Verrückt, oder? Das Letzte, was man als Formel-1-Fahrer erwarten würde, ist ein kleiner Godzilla auf der Rennstrecke. Dieses Video beweist, dass das Glück auch Tieren hold ist, denn dieser Varan befindet sich wahrscheinlich in einer der gefährlichsten Situationen seines Lebens, nämlich mitten auf einer Formel-1-Rennstrecke und zeigt ziemlich viel Verstand, indem er abwartet und keinen Schritt nach vorne macht, als ein Auto vorbeirauscht. Der Fahrer kann kaum reagieren. Glücklicherweise hat sich Godzillas Sekundenbruchteilentscheidung ausgezahlt und er hat die Strecke sicher überquert. Der Glückstag des Eichhörnchens. Da wir gerade von Tieren sprechen, die Glück haben, schau dir dieses Eichhörnchen an, das beschloss, sich ein professionelles X-Games Snowboard-Rennen aus der Nähe anzusehen. Es ist kein Scratch wie das unglückliche Eichhörnchen aus dem Film Ice Age. Aber vielleicht wollte es auch nur eine Nuss holen, landet aber im Weg eines Wettkämpfers, der leider nicht anhalten kann. Aber das Eichhörnchen hat das Glück auf seiner Seite, denn es wird nur knapp von dem Snowboarder verfehlt, der um es herumfährt. Das sieht nach einem Zentimeter großen Kratzer aus, aber zum Glück wurde das Eichhörnchen gerettet. Nerven aus Stahl? Jeder weiß, dass Motocross-Meisterschaften nur für Profis und Draufgänger gedacht sind. Aber auch sie riskieren ihr Leben und es gab schon Unfälle. Manchmal wurden auch Zuschauer verletzt. Aber dieser Fan mit dem roten Kapuzenpulli scheint mit dem Glück des Teufels gesegnet zu sein. Als einem Fahrer der Sprung misslingt, verliert er die Kontrolle über sein Motorrad, das in die Menge fliegt. Es rast geradewegs auf den Mann zu, der zu sehr mit seinem Telefon beschäftigt ist. Gerade als das Rad aufprallt, springt er unbeeindruckt drüber und setzt sein Gespräch fort. Entweder hat er Nerven wie Drahtseile oder er hat nicht realisiert, was gerade passiert ist. Von einem Meteoriten verfehlt.
Als professioneller Fallschirmspringer ist der Sport relativ sicher und es kommt selten zu Unfällen. Ein Unfall wäre immer auf eine technische Störung zurückzuführen und es ist ja nicht so, dass einen ein Meteorit treffen würde, oder? Falsch. Schau nur, was dem norwegischen Fallschirmspringer Anders Helstrup passiert ist, der seinen unglücklichsten und glücklichsten Moment gleichzeitig erlebt hat. 2012 raste ein großer Felsen mit unglaublicher Geschwindigkeit an ihm vorbei und wenn er ihn getroffen hätte, wäre das Licht ausgegangen. Glücklicherweise verfehlte er ihn. Experten, die das Filmmaterial gesehen haben, sind überzeugt, dass es sich um einen Meteoriten handelte. Der Geologe Hans Amundsen meint, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Stein handelte, der von einem größeren Meteoriten abgebrochen war. Unabhängig davon hatte dieser Mann unglaubliches Glück. 21-Schuss-Salut geht schief. Was für ein Unglück, wenn man als Soldat in der ersten Reihe eines 21-Schuss-Saluts steht und der Hintermann einem stattdessen den Kopf wegschießt. Und was für ein Glück, wenn er nicht trifft. Genau das ist bei dieser russischen Militärübung passiert. Die Soldaten waren in zwei Reihen aufgereiht, um einen 21-Schuss-Salut mit scharfer Munition zu üben. Sieh dir den dritten Mann in der ersten Reihe genau an. Sobald die zweite Reihe ihre Gewehre abfeuert, fliegt sein Hut weg. Von dem Schuss des Soldaten hinter ihm. Sie sollten üben, wie man einen Salut abfeuert, anstatt einen ihrer eigenen Soldaten zu töten. Was für ein Glücksfall. Biker entkommt knapp. Dank Technologien wie Dashcams können wir solche Momente miterleben. Dieser Motorradfahrer wurde aufgenommen, als er knapp einem Unfall entkam. Der Vorfall, der von der Dashcam eines anderen Autofahrers aufgezeichnet wurde, zeigt, wie der Biker zu schnell fährt, als das Auto vor ihm ohne Vorwarnung die Fahrspur wechselt. Der Biker kracht mit halsbrecherischer Geschwindigkeit in das Auto, überschlägt sich und findet sich auf dem Dach des Autos wieder, als wäre er Spider-Man. So viel Glück muss man haben. Unfassbar, oder? Unterschätze die Kieferkraft nicht. Haikäfigtauchen ist ein neuer Nervenkitzel, der von vielen geliebt wird. Nachdem ich dieses Video gesehen habe, ist es eindeutig nichts für mich. Offenbar sind die Käfige nicht so stabil, wie man denkt. Man kann nicht wissen, wann man auf ein riesiges Tier mit der Kraft eines Kolosses trifft. Wie dieser Hai hier. Er brach vor der Küste der mexikanischen Insel Guadeloupe in den Käfig eines Tauchers ein. Es herrschte Chaos und Verwirrung, als der weiße Hai den Käfig durchbrach, als er gerade in den Ozean hinabgelassen wurde. Der Gedanke, dass diese Kiefer nach einem Schnappen reicht aus, um einen Herzinfarkt auszulösen. Obwohl der Taucher in die Enge getrieben wurde, entkam er unverletzt. Albträume hatte er bestimmt. Zug verfehlt Mann um Sekundenbruchteile. Es gibt einen Grund, warum es an Bahnübergängen Schranken gibt. Aber viele verstehen es einfach nicht und missachten die Regeln unter Lebensgefahr. Sieh dir die Aufnahmen von einem Bahnübergang in Shornhead in England an. Mit seinem Schutzengel ist dieser Motorradfahrer dank seiner schnellen Reflexe nur um den Bruchteil einer Sekunde an einem Hochgeschwindigkeitszug vorbeigefahren. Er wollte gerade die Gleise überqueren, als der Zug aus dem Nichts vorbeirauschte. Das zeigt, dass die meisten Unfälle an Bahnübergängen darauf zurückzuführen sind, dass die Menschen ihr Glück auf die Probe stellen. Eine haifischfressende Haifischwelt. Dies ist ein Vorfall, den man nicht oft erlebt. Wie ist ein Hai in einen anderen Hai geraten? Nun, es ist nicht mehr nur eine Hund-frisst-Hund-Welt, wie dieses Video beweist. Wissenschaftler der Delaware State University versuchten, markierte Haie in der Delaware Bay wieder einzufangen, als es zu einem seltsamen Zwischenfall kam. Ein Köderfisch, mit dem ein 91 cm langer Dornhai gefangen werden sollte, wurde von einem Sandtigerhai verschlungen. Eine recht interessante Entwicklung. Natürlich starb der Dornhai, denn nichts kann diese Zähne überleben. Der Sandtigerhai wurde wieder markiert und freigelassen. LKW-Fahrer fast in zwei Teile zersägt. Der Mann auf Nummer 1 hat eindeutig am meisten Glück gehabt. Nein, er hat nicht im Lotto gewonnen, sondern ist nur knapp dem Tod entkommen.
Herr Xiang fuhr mit seinem LKW auf dem Chongqing Guizhou Expressway in Zentralchina, als plötzlich ein gigantisches Kreissägeblatt auf sein Auto zuraste. Xiang war fassungslos, als das Sägeblatt direkt auf ihn zustürzte und auf die Rückseite seines Lastwagens fiel. Es verfehlte ihn nur um Zentimeter und er entkam nur knapp. Wäre er schneller gefahren, hätte die Klinge einen anderen Aufprallwinkel gehabt und Xiang wäre in zwei Hälften geschnitten worden. Wie unglaublich ist das denn? Findest du nicht auch, dass diese Menschen und Tiere unglaubliches Glück hatten? Sag uns deine Meinung in den Kommentaren und vergiss nicht, auf Benachrichtigung und Abonnieren zu klicken.